willkommen zu einem neuen Video. Er sitzt ziemlich planlos da, denn er hat gerade keinen Plan, was wir heute machen. Sollte aber eine Überraschung sein, ich habe hier ein kleines Bällchen gebastelt mit verschiedenen Zahlen drauf. Er hat einen Sack von Scrabble in der Hand. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was jetzt passiert, denn es ist gerade sehr populär auf YouTube. Er darf jetzt hier an dem Brettchen drehen, die Zahl, die rauskommt, da würde ich so viele Steine nehmen und das, was er dann in 30 Sekunden als Wort legen kann, muss ich kaufen. Weil er besser im Französischen ist, hat er die Angabe, er soll versuchen, auf Deutsch zu legen. Falls er wirklich nichts findet, kann er auch ein Wort auf Französisch legen. Ich gehe schon mal dazu. Deutsch. Verstanden? Dann, wann geht es von ab? Ich muss viele Dinge rausholen. Genau. Und man darf nicht wahrscheinlich Wort schreiben. Ja. Auf Deutsch. Am besten auf Deutsch. Oh. Und alles, was du gelegt kriegst, muss ich dir kaufen. Okay. Ja, bin ich jetzt hier. Ich habe den Timer auf 30 Sekunden gestellt. Du darfst drehen. 30? 30, Ja. Da wirst du ja wohl was legen können. Du hast 30 Sekunden Zeit. Ich schalte mal etwas runter. Die 30 Sekunden laufen, wenn mein Handy angehen würde. Hallo. Ab jetzt. Hallo. Ich hab Naruto gelegt. Vier, drei, zwei, eins, fertig. Ich muss ihm was von Naruto kaufen. Jetzt darf er wieder drehen. Wie viele Runden machen wir? Fünf. Hast du fünfmal die Chance, dass ich dir etwas holen muss. Und ich hoffe, es kommt nichts zu teuer aus bei raus. Fünf. Das ist doch schon schwieriger. Ja. Sekunden laufen ab jetzt. Ein Tier. Das war Französisch. Ein Tier. Das war 10 Sekunden. Ein Reh. Ein Reh Montagne. Was ist ein Reh? Ein Reh Montagne. Ein Montagne? Ja, ein Montagne. Ein Montagne. Eine Roche. Nee, mein Tag kann ich nicht machen. Gut, dann hast du eine Runde nicht. Autrement, j'aurais voulu une Tür. Hättest du legen müssen. Zu spät. Ja. Nächste Runde. Fünf. Oder ein J mit drin. Die 30 Sekunden
laufen ab jetzt. Fertig. Ich darf eigentlich erst machen, weil ich los bin. Ja, das mal vergessen. Also, leg's fest. Ein Spiel. Eine Spille. Du hast noch 5 Sekunden Zeit. Und ich mache noch ein Ö, das für meine Jouet. Eine Barbie oder eine Filmmädchen. Okay, Spiel, da gibt es ja viel, was ich holen könnte. Oh ja. Noch zweimal. Mach nochmal, das ist schon 3x5. 5, es tut mir leid. Oh, plus day, was nimm ich hin? Ja. Ey, wasch mich weg. Ah, am Kappes. Abwaschbar. Die 30 Sekunden gehen ab jetzt. Nicht dein Ernst. Ein Filmfaul. Ein Fernsehfilm. Du glaubst nicht, dass ich jetzt einen großen Fernseher für oben holen gehe? Ist dein Gruß, Papa. So. Der kostet auch schon 300 Euro. Dann bist du nicht. Oder eine Beamer. Bitte oder ein gutes Beamer. Ich bestelle dir einmal durch. Und die letzte Runde. Nee, das muss ich drehen. Dreh. 15. Da kannst du eventuell schon was mehr mitmachen. Ja. Und die 20 Minuten gehen ab jetzt. Sekunden. Die Deutsche Bahn. Oh ne. Sonst geht's dir dann gut, ja? Was hat erstmal PC? Ein PC? Das ist ja portable oder ein? Also, du willst Dragon Ball Z, du willst einen PC, du willst einen TV. Ja. Du willst ein Spiel? Ja. Und du willst, was war das? Dragon Ball Z, PC. Ja, das erste war Naruto. Naruto. Aber Naruto, Dragon Ball Z, ziemlich schon auf der Kopf. Ja. Aber PC und TV. Da muss ich mir was einfallen lassen. Oder etwas für den PC. Das geht auch. Ich bin gerade am Gucken. Oder etwas für den Fernsehen. Wir lassen uns mal überraschen. Ihr werdet jetzt sehen, wann ich einkaufen gehe. Und dann sehen wir uns wieder hier, wenn er seine Sachen überreicht bekommt. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich selber bin gespannt. Dann für euch bis gleich. So ihr Lieben, wie man sieht, anderer Tag, ich fahre einkaufen, die Tüte ist vielleicht etwas groß geworden, aber frei, möchtest du es in der Reihenfolge haben, wie du es gelegt hast, möchtest du rausziehen oder möchtest du was sagen und ich gebe es dir? Sagen und gebe es dir. Okay.
Was möchtest du denn als erstes haben? PC. PC? Was hat man schon? PC, Naruto, TV. TV, Dragon Ball Z und Schuh. Also. Okay. Ja. Das für mich oder für dich? Ich hoffe, sie gefallen dir. Deine ist doch kaputt am Gehen, ne? Ja, die Muscheln. Ja. Das für dich. Möchtest du gucken? Soll ich eine Schere holen? Von der Idee her gut? Ja, das für den PC, ja. Marke? Trust. Das ist schon ein Medium Marke, aber sie machen aber gut Sachen. Meinst du? Nee, das will ich. Wie möchtest du sie nicht? Das Problem mit mir ist das. Ja. Das, also ich habe es zwar angezogen, ich habe es mal angenehm. Ja, mir das besser mal stoppt. Weil wenn es schwitzen will, im Computer. Ja, es ist schön, mein geht noch gut an. Daran habe ich jetzt gar nicht so. Nee. War für mich, das ist auch Stoff. Ich habe noch von allem eine Rechnung, falls du was umtauschen möchtest. Nee. Was wie du möchtest. Was ist deine Entscheidung? Ja, ich kaufe nichts, was mir nicht gefällt für dich. Ich weiß, gut, schwarz ist sowieso unsere Farbe. Ja. Wow. Ich teste mir. Sensibel. Genau wie das. Ja. So, was möchtest du als nächstes haben? Dragon Ball. Dragon Ball. Weißt du, was noch lustiger wäre? Mach die Augen zu und rate. Hass. Nein. Gläser. Ja. Gläser, Dragon Ball. Großgläser. Ich muss sagen, zu Dragon Ball und für Naruto war es sauschwierig, etwas im Saturn zu finden. Also ich war nur im Saturn. Ja. Weil die haben da einen, ich habe gedacht, die haben einen so einen Gaming, respektive Geek-Bereich, wo sie so verschiedene Themen ansprechen. Hm. Aber Dragon Ball findet man da noch einfach, aber Naruto, vergiss es. Ja, Naruto. Eine einzige Sache bekommen, die musste ich dann ja schlussendlich auch kaufen. Also das hätte ich nichts für Naruto gehabt. Ja, dann Naruto. Augen zu? Augen zu. Oh, ein Spiel. Spiel, DVD, was meinst du? DVD, Naruto, ja, Cousin, so viel gemäht. DVD und ein Spiel hören sich auch so verschieden an. Nee, weil ein Spiel, eigentlich so, du hast einen kleinen Kopf, die Download. Ah. Und du hast kein CD dran. Boah, ich gehe zu einem DVD. Nee, Spiel. Zeig's mal. Das ist eine Naruto Collector Spielesammlung. Ja. Das ist schön, ob du schon hast oder ob du überhaupt eine PlayStation 4 hast oder was für eine? Ich habe keine PlayStation 4. Was für eine PlayStation? 3, 2, 1. Ich glaube, das ist die neueste. Nein. PlayStation. Also müssen wir das umtauschen gehen. Ja. Meld das schön aber. Ich fand die. War auch das aller einzigste wirklich, was ich für Naruto, zum Thema Naruto gefunden habe. Mhm. Ja. Was hat man noch? TV und. Jouer. Allez, jouer. Ein Spiel. Wenn du das jetzt nicht als Spiel siehst, musst du halt das Spiel als Spiel sehen. Hä? Hä? Si tu trouves pas que c'est un jeu, tu dois prendre ça comme jeu.
Okay. In Naruto. Okay. Stopp, von Blesio? Ja. Wir haben ich hab, du wirst schon meinen Gedankengang verstehen. Also ich zeig's euch erstmal, das habe ich da ausgesucht. Und Figurine. Ah, c'est pas les figurines, die kleinen Figurinen, die man auf den Wii U oder auf so, ne? Mm-mm. Ah, ne, das ist das, das für Schlüssel zu machen. Das für Schlüssel zu machen, ne? Ja. Ja. Weißt du auch was? Ah. Oh. Verstehst du meinen Gedanken? Ja. Harry Potter. Zur kleinen Erklärung, warum ich das jetzt gewählt habe als Spielzeug. Wir haben bislang für unsere Themen für die Hochzeit keine Harry Potter Figuren gefunden. Ja. Das habe ich gedacht, habe ich das gesehen. Es gab auch noch Ron, aber sonst waren da keine anderen Figuren. Hinten drauf sieht man zwar noch, dass Harry und Hedwig drauf sind. Ich meine, ich hätte eine Ariel-Futter gewählt. Weißt du, ja. Auf jeden Fall waren noch Hermine und Ronald da. Ich hätte aber ehrlich gesagt lieber Harry oder Hedwig. Aber Hermine ist auch schon gut. Ronald, da waren wir die Haare zu Ja, das war was. Nups, Fokus will nicht. Adolf, da ist er. Esa, Aladdin. Ja, Schenk. Hängen, was? TV? Was möchtest du? Sicher? Ja. So. Ey! Oh, oh, oh. Die Dinge können sie in Vorwärts machen. Genau. Ja. Das ist ein, ich habe den größten genommen, den sie da hatten, weil ich mir komplett unsicher war. Welche Größe wir haben. Aber der geht von 81 bis ja, 165 cm. Es war auch nichts größer als 165 cm, oder? Ich habe gedacht, so die Spanne, die müsste eigentlich passen. Jo, die müsste man nicht vergessen. Ja. Aber ich bin mir fast sicher, dass die passt. Ja, ich meine noch. Und die war auch gar nicht so teuer. Es gab auch mal dieselbe fast für über 200 Euro. Ich wollte eigentlich was anderes holen. So Boxen oder so. Für, also so ein Home-System halt. Bei uns ja irgendwie ein Trank auf unser altes Home-System geknallt ist. Mhm. Und seitdem hatten wir mal ein Home-System. Aber die haben dann schon so in die 250 bis 500 bis 1000 Euro gekostet. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, nee, da war das schon wirklich günstig. Alle Sachen verlinke ich euch nochmal unten. Ich habe sie zwar bei Saturn gekauft, aber die gibt es 100% auf Amazon. Aber hätte ich jetzt nicht da bestellen können, wie die Zeit noch ist. Ja. Und ja. Was sagst du zu meiner Ausbeute? Habe ich all meine Punkte erfüllt, die ich dir holen musste? Oder? Ja, nur für Naruto. Naruto-Spiel? Boah, ich habe mal all die Konsolen. Deswegen war ich mir so unsicher. Er hatte wow, ziemlich alles. Keine Xbox, weil für mich Xbox ist wie ein PC. Switch? Wie wir nach holen wollen. Ich glaube, ein Switch, ja. Und PSP, ja. Ja, für mich ist noch kein wirklich gut Spiel rausgegangen. Kein PSP. Dann müssen wir das runterfügen. Du musst mir sagen, was du stattdessen haben möchtest. Wird dahin aber kein Naruto werden, weil sie einfach kein Naruto werden. Moment, so viel Fortnite und Naruto. Hast du eigentlich nicht viel Pop-Figur. Ja, aber da wollte ich ja eigentlich eine Pop-Figur holen, die als Spiel, also als Jouet. Aber ich wollte halt Fallout holen und die hatten kein Fallout da. Nein, ja. Ich habe alle Pop-Up, ich habe sogar nachgefragt, die hatten keine mehr da. Oh, ja, das ist alles vergessen. Ja. Fortnite massig, Harry Potter massig, andere massig, aber kein Fallout. Schade. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Stimmt mal unten ab, was das Beste von den ganzen Geschenken ist. Und was war dein Lieblingsgeschenk? Dragon Ball. Dragon Ball, ja? Ja, das ist immer groß für mich. Große Gläser. Oder nicht? Ja. Er hat so ein Liter oder 2 Liter Glas. Das benutzt er auch eher. Okay, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr noch andere Ideen oder Wünsche habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann hoffe ich, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.